Der Wicker Man kehrt zurück. Wer ist der Wicker Man? Herzlich willkommen zu Crank. Hier gibt's die ganze Wahrheit und heute spare ich euch eine Menge Kohle. Eine Menge Kohle spare ich euch, weil ich habe den Flop-Kompensator und der Flop-Kompensator zeigt euch an ganz wenigen einfachen Regeln und Beispielen im Vorfeld, welcher Film sich lohnt und welcher ein Flop ist. Ganz einfach. Wir fangen an. Ein gutes Beispiel, wenn ihr misstrauisch sein solltet bei der Betrachtung eines Covers oder eines Trailers, wenn Schauspieler, Schauspielerinnen und diverse ein Tierkostüm tragen. Das ist immer ein sicheres Indiz dafür, dass der Film mäßig ist. Sagen wir es mal vorsichtig. Hier, tolles Beispiel. The Wicker Man mit Nicolas Cage und, was hat er da auf dem Kopf? Ein Vogeltoupet. Ja, macht im Film tatsächlich durchaus Sinn, aber der Film ist einfach scheiße. Er hat tolle Filme gemacht. Nicolas Cage, super, hast super Filme gemacht, aber das hier, das ist ein Film, lasst einfach die Finger davon. Es gibt das Original viel, viel besser. Ja? Ein weiteres Beispiel, jetzt muss ich eine Taste drücken, jetzt wird es schwierig, jetzt muss ich Augen-Augen-Koordination machen. Ein anderes Beispiel dafür, und jetzt kommt's. Ein anderes Beispiel, von dem ihr die Finger lassen solltet, weil Schauspieler Tierkostüme tragen, haben wir hier. Guck mal. Das ist Bruce Willis in einem Hasenkostüm. Ja, ein Hasenkostüm. Der Film heißt North und ihr könnt ihn einfach ganz getrost vergessen. So, weiter geht's. Weiter geht's. Woran kann ich einen Film erkennen, dass er scheiße ist? Und zwar einfach, wenn das Cover mies gefotoshoppt ist. Oder in Deutschland ist es ja so üblich, dass halt eben immer so ein Zusatztext dabei sein muss. Sat.1 hat das, glaube ich, mal erfunden. Irgendwie so, da war dann irgendwie ein englischer Film und dann stand da drunter nackt und bewaffnet zum Sex gezwungen oder sowas. Also so eine Klamotten. Und da gibt's eine ganze Industrie, die arbeitet davon. Da habe ich hier mal ein tolles Beispiel mitgebracht. Und zwar haben wir hier Blond und Blonder, aka Dumm und Dümmer, so eine kleine Frauengeschichte dazu, halt eben mit Pam Anderson und einer völlig verdrehten Denise Richards. Ja, die ist, also man sieht ja ganz offensichtlich, dass der Kopf da ein bisschen verdreht ist. So, und dann steht da auch noch dieser tolle Text daneben, it's a no-brainer. Die Englisch können, wissen, was ich meine. Das ist auch wirklich zutreffend. Der Film ist wirklich Bullshit. Ja, also das komplette Drehbuch passt in Cup A und die Mobsparade selber, die will man sich auch nicht antun. Da gibt es ja YouPorn oder was auch immer. Okay, so, aber noch ein weiteres Beispiel. Ein weiteres Beispiel dafür haben wir hier Hardwired. Da sind auch eine Menge schauspielerische Talente mit dabei. Es gibt aber auch so ein kleines literarisches Einod. Sie nahmen ihm seine Vergangenheit und jetzt holt er sich seine Zukunft zurück. Boah. Alles klar? Und nochmal. Sie nahmen ihm seine Vergangenheit und jetzt holt er sich seine Zukunft zurück. Ich krieg Schweißausbrüche. Okay, noch ein weiteres Beispiel. Ich habe noch ein Beispiel für euch, woran ihr einen schlechten Film erkennt, der schlecht fotogeshoppt wurde. Hier haben wir es. More Money, mehr Geld. Guckt mal genau aufs Cover. More Money, mehr Geld. Ja, also eine absolute Vollpfosten-Übersetzung. Aber toll, ich wollte euch ja erklären, woran man schlechte Filme erkennt. So, und noch etwas, was stutzig machen sollte. Wenn ihr Actionfilm-Stars habt, die auf einmal auf Unterhaltung und Komödie und Familienfilme machen, dann ist wirklich höchste Alarmstufe. Ja? Also da solltet ihr wirklich vorsichtig sein. Ein ganz, ganz trauriges Beispiel habe ich hier für euch. Junior. Junior mit einer Kistenschwang, dann Terminator, Arnhild, Schwarzenegger. Guckt euch mal Emma Thompson an. Die guckt, als würde sie hoffen, dass keiner gemerkt hat, dass sie den Furz gelassen hat. Das ist klasse. So, und dann, oh, hier, da ist die Kamera. Und dann Danny DeVito als 1,50 großer Gynäkologe. Der braucht keinen Stuhl, der kann stehen. Das ist einfach klasse. Also wenn ihr so einen Film seht, weiterblättern. Das kann nicht funktionieren, wenn Actionstars wirklich anfangen, Familienfilme zu machen. Ein weiteres Beispiel habe ich hier.
The Dominator, The Rock, Dwayne Johnson hat sich auch einmal in einer Komödie versucht, und zwar als Zahnfee. Das war ein krachender Flop gewesen. Ja? Aber es gibt auch einen Kollegen von ihm, Vin Diesel, den wir natürlich auch aus Fast and Furious kennen, als Kollege von The Rock. Der hat sich auch einmal als Babynator versucht, indem er halt eben einfach mal ein paar Rotzlöffel versucht hat, Ordnung beizubringen. Also auch das kompletter Flop. Das war's von Crank in dieser Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kauft bitte keine falschen Filme. Schreibt mir, was ihr davon gehalten habt und ob ihr weitere Beispiele vielleicht zum Beispiel habt, wo ihr sagt, hey, daran kann man schlechte Filme erkennen. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Kanal. Ja, würde ich mich freuen. Ich lebe davon, halbwegs zumindest. Ansonsten sitze ich auf der Straße und muss halt eben Pfennige einsammeln. So, das war's für Crank diese Woche. Ich habe euch den Flop-Kompensator vorgestellt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir bitte einfach. Ich freue mich über jede Nachricht von euch. Daran kann ich lernen. Und ich wünsche euch eine ganz tolle Woche. Ich mache jetzt Urlaub und wir sehen uns irgendwie ab Anfang Oktober, Dezember, Freitag, weiß ich nicht. Irgendwie sowas wieder. Lasst euch gut gehen. Bis bald, euer Crank. Tschüss.